Nee, deins liegt unter deinem Tisch. Unter deinem Tisch. Wie heißt die jetzt nochmal? Katz Beerska, ne? Katsch. Katsch Beerska. Toll, war das heute richtig. Da ist es krank. Was? War das heute richtig. Und? Pass auf, dass du mit dem Stuhl nicht hier auf dem. Heute ist der Wochenende. Mehr sechs ist da. Ist noch ein Spiel in Hamburg nächste Woche, oder können wir es mal eben veranstalten? Ich muss die Begrüßung gleich machen. Ich gehe schnell zum Pferd.
also eine richtig geile Stimmung im Stadion. Weißt du, immer Ergebnisdienst kommt da ja dann immer so. Also, ja, 3-0, 4-0 und dann war das auch 4-1, 4-2. Ja, die Schalke hat ja auch noch einen Punkt. Ja, echt. Aber hätte auch 2 ohne gewesen. Ja, ja. Das hat mir gerade geschrieben. Wir machen den Bingo, das Bingo, wir machen kommentieren Bingo, ne? Das sind die Begriffe, bei denen sie drin sind. Frank, Maschinell, Norden, Maihaus und der letzte, mehr leichter, da ächzen sie. Hashtag Grüße geht raus. Ganz kurz, Tina, von den Sportstudenten, wo seid ihr?
in 10 Jahren auch immer die gleichen Lieder sind. Von einer Spielerin, die gerade in den USA endlich für Furore sorgt, getragen, Satusa Berliner für 2 Jahre gespielt. Ich erinnere mich an den großen Wasserwiedersieg gegen Hannah hier letzte Saison. Und sie und ich sehe nichts. Du 45? Ach, naja. Okay, ich will niemanden übergeben. Da oben, die Footballer, niemand. Wo? Ich höre dann, ja. Uwe, was du das? Okay, ich biete 45 für den Herrn da hinten. 45 war das zum ersten. 45 Euro zum zweiten, das ist geschenkt. Und 45 Euro zum dritten. Das kann man ja auch später geben. Ich drücke auf die Tube. Ich weiß schon, dieses Trikot geht sofort weg. Die Nummer 20 steht gerade auf dem Spielfeld. Hier, Luana Rotefeld, was ist die Luana? Da drüben, Original Eurocup-Trikot, Luana Rotefeld, Sportstudenten, kommen die Tonnen von euch. 25 biete ich, Happy Hits 30. Da oben, 35. Die Damen hier, toll Geschmack. Ich würde sie doch 40 bieten. Ganz kurz mal. Kann ich das alles 45? Bin da links jemand? 40? Jemand mit 40 dabei? Ich sehe die Tribüne an. 40 hier für den Herrn, der hat schon mal ein Trikot gewonnen. Oh, wie sieht's aus? 45? Da haben wir den Neuner Rotefeld-Fan. Mit 50 kann man noch mitbieten. 50 Euro für die Leute da oben. Ah, okay, jetzt bin ich raus. Und es ist raus für 50. 50 Euro zum ersten. 50 Euro für das Rekord von Neuner Rotefeld zum zweiten. Und der Zuschlag geht an den sympathischen Herrn hier oben in der leierfalschen Biermarkenjacke. Diese Marke kennen wir nicht. Herzlichen Glückwunsch, 50 Euro zum dritten Trikot von Ronald Rotefeld. Der Herzlichen Glückwunsch. In der Halbzeit, in der Halbzeit sehen wir uns wieder mit dem nächsten Trikot. In der Halbzeit auch noch mal der Zuschauer. Wahrscheinlich wird die Topscorer der WNBA nicht machen. Na gut, was in der WNBA braucht man nur 5000 Punkte, um Topscorer zu werden. Das schaffen in der NBA manche in eineinhalb Saison, so ist das. Der ist schon deutlich weniger vor. Ich glaube, es hat jetzt alle irgendwie 10.000, das meiste von 100.000. Ich habe noch Geld für die Leute.
Test. Bist du sicher? So, ganz kurz mal ein kleiner Test hier, ob man uns hören kann. Ich werde gleich über meinen Kollegen zu Hause erfahren, ob das Ganze ton- und bildmäßig funktioniert. 1-2-1-2, Einer? Ja, ah. Also dich höre ich auf jeden Fall. Ich dich auch. Sehr gut. Also wir werden jetzt gleich erfahren, ob das funktioniert und dann hören wir uns in 2 Minuten zum Start des Topspiels hier in Freiburg wieder. Manchmal die Kamera nicht so gut, dann ist es sehr besonders. Weniger als zweimal passiert das.
So, Robert Leichter, ich würde sagen, wir starten. Ich habe das okay bekommen, man hört uns. Das würde ich auch sagen, ja. Und du könntest schon mal auf die Stats schauen und mal die Starting Five loswerden, bevor es losgeht. Sonst ist das immer ein bisschen hektisch am Anfang. Ja, die hier heute Topspiel, einer, ne? Muss ja man schon mal vorher kurz erwähnen. Erster gegen Zweiter hatten wir schon mal diese Saison, oder? Hatten wir schon mal, ja. Die Eisvögel grüßen nach wie vor vom Platz an der Sonne. Aber die Bad Homburg Falcons sind da natürlich darauf erpicht, hier heute die erste, den ersten Sieg in der Freiburger Unihalle einzufahren, den eine Mannschaft diese Saison ja einfahren könnte. Hat nämlich bis jetzt noch niemand geschafft. Wir gehen schnell die Starting Fives durch. Wir haben für Bad Homburg Nikola Kaczperska und außerdem Camilla Grönberg, Gergana Georgieva, Alexandra Polischuk und Tanja Lehnert. Und da ist schon der Tip-Off und den hat Luana Rodefeld. Die steht zusammen mit Viktoria Wiczorek, Ilka Hoffmann, Kelly Hughes und Kristen Gaffney auf dem Parkett. So, jetzt hier gleich der erste Turnover auf beiden Seiten fast. Und der erste Abschluss von Bad Homburg. Die sind ja offensiv übrigens. Ich habe mir mal den Bericht, den Spielbericht angeschaut. Die sind offensiv brutal stark. Die haben 4, 5 Leute, die über 10 Punkte scoren. Viele Profis dabei. Das ist offensiv eine wahnsinnig gefährliche Mannschaft. Dreier! Ja, weißt du, wer übrigens auch gefährlich ist von der Dreierlinie? Sag's mir, einer. Kelly Hughes. Kelly Hughes ist gefährlich von der Dreierlinie. Hab ich gehört, ja. Ja, und die ist heute besonders on fire, denn ihre Mutter ist auch da und schaut zu. Die ist schon zum zweiten Mal diese Saison aus Amerika rübergekommen. Thanksgiving, Holiday, hatte es dazu genutzt. Hier 4 Tage und der zweite gleich. Nee, das wäre ein bisschen viel gewesen. Also, Kelly Hughes Mutter ist in der Halle und abgesehen davon sind noch gefühlt 1000 andere Leute da. Die Halle ist nämlich definitiv so voll wie noch nie diese Saison. Oh, ganz stark von Polischuk. Hat sie fast gemacht. Und auf der anderen Seite Kristen Gaffney. Oh, Handels. Das war schön abgeschlossen. Handels, und jetzt sehen wir hier direkt, der Zuschauer wird es vielleicht gesehen haben, hier die überkreuzten Arme von Kelly Hughes. Das sagt nämlich an, dass hier nach dem Score die Presse gespielt wird. Aber hier, die wird gut ausgespielt mit einem langen Pass. Also die Eisvögel wollen nach Punkt gewinnen. Möglichst mit einer Ganzfeldpresse hier den Gegner unter Druck setzen. Das ist ein Mittel, das schon oft hervorragend funktioniert hat. Ja, jetzt. Pierre Hohn als Trainer ist ja immer einer, der variabel verteidigen lässt. Also nicht immer ein Schema, sondern viele verschiedene Dinge ausprobiert und dann immer entscheidet, was am besten funktioniert für den Tag oder in der Situation. So, das war jetzt das erste Foul von Bad Homburg. Jetzt geht er in die Nummer 8. Ja, es war Georgieva. Ja. Eine deutsche Deutsch-Bulgarin, ja. Ja, genau. Und die ist auch tatsächlich fürs All-Star-Game nominiert in der zweiten Basketball-Bundesliga. Die legt nämlich diese Saison ganz hervorragende Werte auf. Die ist mit einem Double-Double vertreten. Über 10 Punkte, über 10 Rebounds im Schnitt. Das sind natürlich hervorragende Werte. Und dementsprechend eine Spielerin, auf die man hier schon wieder am Ball, eine Spielerin, auf die man gut aufpassen muss. Nächstes Foul. Diesmal ist Luana Rodefeld. Ja, müsste jetzt 2 Würfe geben eigentlich auch. War ein Foul in der Wurfsituation. Dementsprechend Freiwürfe für Bad Homburg. Ich teste hier gerade mal das Mikrofon. Sag mal was, Einer. Ja, hörst du mich? Jetzt bist du leiser geworden. So, jetzt ist besser, glaube ich. Gut. Also das ist Georgieva, die du gerade angesprochen hast. Die macht ihren ersten Punkt. Macht diese Saison überragende 13,4 Punkte. Also ist da richtig dabei. Zweite Topscorerin. Neben Stephanie Lynn Fuhr, die 15,2 macht, also da offensiv wirklich Power. Ja, Furry, die Amerikanerin, sicherlich auch eine der gefährlicheren Mädels bei Bad Homburg, aber du hast völlig recht, also dieses ausgeglichene Scoring ist natürlich was, was es für die Defense extrem schwierig macht. Nächster Dreier, und yes, na, der passt. Ja, das ist krank, was die da vom Dreierbereich trifft. Nichts Neues. Kelly Hughes, 2 von 3, die ist in der Saison immer noch über 50% von Three-Point-Land. Übrigens, kleiner Fact zu Three-Points. Bad Homburg, die beste Mannschaft von außerhalb der Dreierlinie. Also da muss man heute wirklich aufpassen von Downtown. Bis jetzt noch nicht so erfolgreich, aber das kann sicherlich noch werden. Ja,
Das stimmt natürlich, also da ist schon der Nächste und auch der nicht drin. Aber sowas kann sich ganz schnell ändern. Und ist natürlich auch eine Qualität. Von Coast to Coast. Das macht sie gut. Ja, und die Presse funktioniert noch nicht so ganz bei den Eisvögeln, weil nämlich die Mädels noch nicht nach dem Score sich alle drauf einstellen, da direkt zu verteidigen, ganz fällt. Das ist Camilla Grönberg, die auch mit 11,3 Punkten heute die Saison raussticht. Oh, schöner Crossover, Doppel-Crossover und abgeschlossen. Ja, das klappt Luana, richtig gut. Luana Rodefeld hat mal wieder einen ausgepackt. Und jetzt wieder schön überspielt, aber not in my house, sag ich dazu. Not in my house, da passt sie auf. Oh, nächster Dreier, come on, come on. Ah. Und Ilka Rebound. Hoffmann, klasse, ja. Rebound von Ilka Hoffmann hier. Stark gemacht. Also, was man hier natürlich gerade bis zu den zwei Scores eben von Ilka und Luana gut sehen konnte, ist, die Eisvögel sind sehr abhängig davon, was Kelly Hughes und Kristen Gaffney abliefern, nämlich die ersten 10 Punkte direkt von den beiden. Danach Luana natürlich die drittbeste Scorerin im Team und auch Ilka mit einem klasse Offensivrebound und direkt nachgesetzt. Darauf wird es ankommen, dass man variabel auch in der Offense sich präsentiert. Ja, sicherlich. Ich habe mir vorhin ein bisschen das Scoring der Saison angeschaut und muss schon sagen, mein Eisvögel ist etwas Unausgeglichenheit da. Ja, wir haben noch eine Laura Zadewska mit 6,6 Punkten und sonst daneben den drei genannten kann noch keiner so richtig oder keine Spielerin noch so richtig rausstechen diese Saison. Wenn man aufsteigen will, und es sieht ja danach aus, dass man da ganz vorne mitmischen wird, da muss ein bisschen mehr auch von den anderen Spielerinnen kommen bei den Eisvögeln, ganz klar. Aber schöner Start hier von Eisvögeln, 14-4, 10 Punkte Vorsprung, kann man machen gegen den zweiten. Ja, das kann sich sehen lassen. Wir nutzen auf jeden Fall die erste Auszeit auch mal, um hier noch direkt ein paar Leute zu begrüßen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wen ich grüßen soll, weil es sind alle hier. Es ist wahrscheinlich niemand am Stream, weil die Halle ist komplett proppenvoll. Alle Freunde, die ich habe, also alle drei Freunde, die ich habe, sind in der Halle gerade. Mir wird nur einer einfallen oder eine, Andrea Leichtert. Meine Mutter, ja, die guckt auf jeden Fall zu, wieder, davon kannst du mal sicherlich ausgehen. Sicherlich wieder zu Hause. Edel Fan der Eisvögel, kann man sagen. Sogar mein Opa hat wieder eingeschaltet, ja. Sehr gut. Aber wir haben hier auch exklusiven Besuch, Kameramann Christian Wissner, eingeflogen aus dem Schwabenland, aus der Region Stuttgart, von zu Hause, extra hier heute Abend für dieses Spiel. Alles fürs Topspiel und jetzt der Dreier von außen. Völlig zu Recht. Oh, nicht gut. Oh, Block von Lea. Not in my house. Da ist der Block von Lea hinten, gefährlich, aber ja, hat geklappt in dem Moment. So, jetzt das Einwurfplay. Sehr schön. Gemacht. Polischuk gegen Vicky Wiczorek. Starke Move. Bewegung und da ist der Rebound. Ja, das ist auch was Pierre Hohn angesprochen hat. Die Defensiv-Rebounds für die Eisvögel werden entscheidend sein. Dementsprechend zu verhindern die Offensiv-Rebounds der Falcons. Klasse. Von Kristen Gaffney. Die ist da dann Lea. Tolle Bewegung von Lea Uetraogo. Tolle Bewegung. Ja, war da ein bisschen gefangen und dann kommt der Cut. Schön gemacht. Ja, die Presse wird wieder überspielt. Aber man ist dann trotzdem dran und jetzt Kelly Hughes mit dem Stil hier, also es läuft sehr schön. Überragend. Man glaubt bis jetzt noch nicht, dass es hier Erster gegen Zweiter ist, aber das wird sich im Laufe des Spiels sicherlich noch ändern. Da bin ich mir sicher. Anna, sag mal nochmal was. Ja, wir sind dabei. Hier irgendwie gerade ein bisschen leiser geworden. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht so laut bin, aber prinzipiell bekomme ich das okay, dass man uns hört. Dementsprechend hoffe ich, dass das für Sie an den Geräten passt. Kristen Gaffney hier mittlerweile jetzt schon mit ihrem dritten oder vierten Defensive Rebound. Macht sie gut, wie immer. Ist ja immer eine, die Double-Doubles macht. Und jetzt das Anspiel auf Kristen Gaffney dort am High Post. Ja, das war ein bisschen übermotiviert dort in der Situation. Also ich bekomme auch nochmal das okay, Robert. Ja, dass ich das passt. Gab hier was im Mikrofon, aber ich glaube, es war einfach mein Kopfhörer. Ja, und die Dreier jetzt um, der fällt auch raus. Also das ist wirklich Pech. Pech, dass die Falcons hier gerade haben. Und dann ist natürlich, lässt sich auch relativ einfach erklären, warum man hier schon 12 Punkte hinten ist. Mit Sicherheit, ja. Also wenn man sieht, dass die Falcons viel über ihre Dreier kommen und die fallen dann bis jetzt einfach noch nicht, dann kommt sowas zustande. Aber wie gesagt, das geht im Basketball so schnell.
bin mir sicher, dass das in die andere Richtung noch gehen wird. Interessant ist auch eine Sache, die wir eigentlich in der Unihalle sehr oft sehen, nämlich eine ziemlich große Rotation. Aber die Eisvögel bis jetzt erst einmal gewechselt in mehr als 6 Minuten Spielzeit. Dafür sehen wir gerade da drüben auf der Auswechselbank drei Spielerinnen. Ja, es kann sich also, man kann sich gleich auf den Wechsel einstellen, aber im Normalfall wechselt Pierre Hohn da sehr oft durch. Schöner Rebound von Leo Draugo. Auch viele Mädels von der Bank, die hier ihren Teil dazu beitragen. Die Rotation ist, wie gesagt, sehr tief. Mal schauen, ob sich das dann auch auf die Scores auswirkt. Luana, den kann sie. Ja, das ist eigentlich... Direkter Rebound und nochmal. Oh, zweimal aus der gleichen Position verfehlen. Macht man normalerweise nicht. Ja, vor allem Luana nicht. Also die ist da eigentlich eine Bank von dieser Midrange-Pull-Up-Jump-Shot. Den kann sie im Schlaf. Ja, aber mache ich mir auch keine Sorgen. Also die nächsten werden da auf jeden Fall fallen. Polischuk wieder. Die Nummer 9 Polischuk mit 10 Punkten die Saison. Auch eine der Topscorerinnen. Aber bis jetzt auch noch etwas wild in ihren Abschlüssen. Das ist eine etwas komische Wurfbewegung. Aber wer trifft, hat recht. Bis jetzt hat sie eben noch nicht recht. Ja? Mal schauen, ob sich das ändern wird. So, die nächste Auszeit. Jetzt haben wir den Wechsel doch gar nicht gesehen, weil die Auszeit dazwischen geschaltet wurde. Wer hat jetzt gerade Auszeit genommen? Hast du es gesehen? Ich meine, Freiburg gehört zu haben. Okay. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich glaube nicht, dass Bad Homburg die zweite Auszeit in der zweiten Halbzeit bereits im ersten Viertel nimmt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es Pierre Hohn war, der hier die Auszeit gerade genommen hat. Auch so ein bisschen sein Markenzeichen. Ist eigentlich nie vollends zufrieden. Weiß immer in den richtigen Momenten dann auch die Auszeiten zu nehmen, die Mannschaft wieder die Konzentration zu geben und ein paar Spielzüge und ein paar Tipps. Greift da immer viel ins Geschehen ein. Das ist das, was die Mädels auch brauchen. Ja, wir nutzen die Zeit und gehen mal schnell das Scoring durch. Also wir haben hier Gaffney und Hughes mit jeweils 6 Punkten. Kristen Gaffney dazu 4 Rebounds. Kelly Hughes 2 Rebounds. Und ansonsten ausgeglichen. Luana 2, Ilka 2. Hat sich ja nicht mehr viel getan in den letzten 1-2 Minuten. Bei den Falcons Bad Homburg, wie gesagt, erst 4 Punkte. Und das waren die von Camilla Grönberg, die du vorher bereits angesprochen hast. Und Gergana Georgieva von der Freiwurflinie. Ja. Also die sind da noch überhaupt gar nicht im Rhythmus drin. Mal schauen, also 4 Punkte in 7 Minuten ist natürlich unterirdisch. Aber mal schauen. Wir haben das übrigens auch letztes Mal gegen Weiderstadt gesehen. Ja, wenn du dich erinnerst, da war auch schnell eine große Führung da. Da wollte auch nichts fallen und dann plötzlich, dann fallen mal so 2, 3 am Stück und dann findet man den Flow fürs Game. Boah, Pauline Meyer übrigens jetzt auf dem Feld und Laura Strajewska. Oh, das war ein Foul meiner Meinung nach. Aber okay, ja, Pauline im Aufbau. Laura und Ilka. Da ist die Nummer 25 für die Topscorerin. Und oh, da wissen wir, Gesicht. Ja, da wissen wir, warum sie die Topscorerin ist. Also das war wirklich schön abgeschlossen. Eigentlich gut verteidigt von Ilka Hoffmann. Hughes, der Flare-Screen dieses Mal besser verteidigt. Schöne Bewegung von Laura Sradeska, Lefty, die das hier gut macht. Shaking and bacon. A lefty layup. Toasting and toasting. schöner Swing Pass hier. Ah, da ist Ilka Hoffmann. Oh, ja. Was war das denn, Einer? Man weiß es nicht. Die Amerikanerin, die ein bisschen die Orientierung verloren hat. Oh, starkes Post-Anspiel hier, Ilka. Mit Foul and One! Ilka Hoffmann, der zählt. Und dazu geht sie an die Linie. Ich glaube, das war sogar ins Gesicht, aber trotzdem schafft sie es da, den Ball noch zum Korb zu bringen. Ganz starke Aktion von Ilka Hoffmann. Kann man machen. Ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie da im Post Bäume ausreißt. Eher von der Dreierlinie. Aber das macht sie gut. Ja, der sitzt. Freiwürfe das Sicher. Ganze. Und jetzt hier wieder die Presse, die direkt überspielt wird. Und jetzt Polichok mit dem normalen Aufbau. Oh ja, jetzt Föhr wieder mit gedoppelt außen. Ja, aber die Falcons, ich wollte gerade sagen, sie spielen es jetzt geduldiger, lassen den Ball besser laufen. Und das resultiert darin, dass sie nicht mehr sofort die unnötigen Würfe nehmen, sondern sich bessere Würfe rausspielen. Aber der geht... den schade. Muss sie machen. Fast das nächste ganz starke, aber ganz starke Offense auch von Laura hier. Schon zwei wieder. Dribblings, wieder linke Hand.
Und auch ein starker Defensivrebound von Lea auf der Gegenseite. Ja, die Energie ist wirklich da. Vielleicht auch angespornt durch den neuen Zuschauerrekord hier wieder mal in der zweiten Liga. Es ist Wahnsinn, die Leute sitzen hier auf den Treppen und es ist nicht mal übertrieben, das ist tatsächlich so, weil es keine Sitzplätze mehr gibt. Ja, also wir hatten hier zu Playoff-Zeiten teilweise nicht so ein volles Haus, obwohl wir immer gut gefüllt sind hier in der Freiburger Unihalle. Und es strömen immer noch Leute rein, teilweise auch mit SC Freiburg-Schal, die kommen alle vom Spiel hier aus der Schwarzwaldstraße einfach 500 Meter runter, stellen sich dann hier noch in die Halle, jetzt völlig zu Recht natürlich. Schau, wieder schöner Pass, ja, das macht sie gut, das gefällt mir. Polichuk, die Aufbauspielerin, verteilt den Ball ganz gut auf die Flügel. Und schade. Lea, ich wollte gerade sagen, da war das Foul vielleicht vorher schon bei Ilka, aber das lassen sie hier durchgehen und dann ist man natürlich da schlecht in der Position für das Boxout. Ah, und jetzt sehen wir zum ersten Mal die Maskenfrau übrigens, Robert. Da ist sie wieder, The Mask. Luisa Nufa, die ja letztes Mal schon viel Spielzeit hier im Heimspiel bekommen hat, ordentlichen Job gemacht hat und... Und die natürlich ganz nebenbei, muss man auch mal sagen, die mit Abstand beste Rückennummer trägt, nämlich die 8. Die Nummer 8. Und Georgie war mit dem 3-Point-Play. Auch die 8 übrigens. Kann das Zufall sein? Ich weiß es nicht. Oh, Pauline. Oh, jetzt schön Ilka Hoffmann, die dann leider nicht in die Zone reinzieht. Und jetzt neuer Aufbau. Boah, schönes Anspiel dort. Zuckerpässchen von Pauline Meyer und Ilka. Converted hier mit 7 Punkten müsste sie inzwischen Topscorerin für die Eisvögel sein, wenn ich das so richtig mitgezählt habe. Ja, da fordert man mal, dass mal von den anderen auch was kommt und dann kommt Ilka Hoffmann und sagt sich, ja gut, mache ich's halt. Ah, die Eisvögel machen es den Falcons da auch echt nicht leicht. Und der nächste Rebound. Das war unnötig jetzt und der brutal aggressive Abschluss, Defense hier, also da haben die Eisvögel das auch viel an der Grenze zum Foul, aber die Schiris lassen es laufen und trotzdem Furry jetzt hier wieder mit dem Score und wir haben die letzte Offense in diesem Viertel. Ilka Hoffmann. Die wird doch nicht! Ilka Hoffmann! Packt hier den nächsten Score! 10 Punkte! Wann ist das krass? Im ersten Viertel! Ratatatata! Hier geht's Schlag auf Schlag, Ilka Hoffmann. Bereits mit einem zweistelligen Score in den ersten 10 Spielminuten, also Wahnsinn. Wahnsinn. Also das muss man wirklich sagen. Ich meine, was scoret die diese Saison? Ich schaue mal ganz kurz auf meinen Statistikbogen. Ilka Hoffmann, 4 Punkte. Hat es jetzt schon 2,5-facht. Also. Das ist Wahnsinn. Was ist mit der Frau? Was hatte die zum Frühstück? Richtig maschinell unterwegs, würde ich sagen, die Frau. Das wird bei YouTube. So, jetzt sehen wir übrigens hier Harald Jansson. Harald Jansson, der Oberboss von diesem Laden hier, der versucht hier ein paar Trikots zu verticken. Oh, Lea Uitrauge, die Nummer 14. Da bin ich dabei. Robert, da biete ich doch mal mit, 35. So, ja. Jetzt Harald macht Werbung. Robert, gut für mich, da muss ich... Bist du nicht mehr... So, also heute mal was anderes, nicht die Viertelpausenshow, sondern Harald Jansson, der hier Trikots für einen guten Zweck. Ja, für den Förderverein. Ja, und gute Sache. Das ist ja inzwischen fast schon Tradition, immer im letzten Heimspiel des Jahres wird der alte Trikotsatz oder Teile des alten Trikotsatzes versteigert. Ja, Robert, wir können auch noch für unsere WG mal aktiv werden eventuell. Ja, du, also ich habe schon ein paar im Schrank. Das stimmt. Und das von Satu Sabali, das vorm Spiel rausgegangen ist, da hätte man tatsächlich zuschlagen müssen. Ansonsten mal schauen. Ich glaube, Wokoye geht hier nachher noch über den Tisch und wahrscheinlich auch Illenberger. Aber Illenberger ist mir wahrscheinlich zu groß. Ja, das stimmt.
Centerin, die jetzt nicht mehr hier spielt. Zurück zum Wesentlichen. Ah, wieder and one. And one hier. Das war die Nummer 6. Ich glaube, sie haben das Foul on the floor. Ah, nee, der Korb zählt, okay. Ja. Camilla Grönberg. War das? Vor allem, das war das Foul von Pauline. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich meine, das war Laura eigentlich. Aber okay, gut, sei es drum. Die Refs sind da ein bisschen näher. Man weiß noch nicht 100%, was sie jetzt da gepfiffen haben. Aber and one steht. 26-14. Ja, wir sehen hier viele Abschlüsse am Brett, auch mit Foul. Und wie gesagt, intensive Verteidigung. Keine einfachen Scores, aber trotzdem schaffen es beide Teams zurzeit in der Offense da. Oh, guck mal, wie da unten geschoben wird. Und wieder Laura. Klasse, oh, Laura Zdrawewska. Zdrawewska, ja. Gefällt mir richtig gut hier. Aktiv mit Ilka Hoffmann zusammen. Macht sie einen richtig guten Job offensiv hier am Brett. Ja, die Eisvögel haben wahrscheinlich auch gemerkt, obwohl es jetzt nicht das primäre Ziel war, aber dass die Falcons da tief nicht besonders groß besetzt sind. Also die Freiburger mit hier Gaffney, Hoffmann und Zdrawewska auf dem Feld haben da natürlich Größenvorteile. Und die werden bis jetzt sehr, sehr gut genutzt. Ja, und dann kommt eine Pauline Meyer, die jetzt hier das Rebound-Duell gewonnen hat gegen eine deutlich größere Spielerin. So, jetzt der Aufbau verteidigt von Kaczperska, Nikola Kaczperska, die auch 11,4 Punkte macht. Ja, da zieht Pauline mal kurzes Tempo an. Ja, schnell ist sie. Das muss man sagen. Eine richtig flinke Spielerin, nicht einfach zu verteidigen. Ah, noch 7 Sekunden. Laura muss wieder selber kreieren. Oh, schöner Move. Ah, 30 Schrittfehler. Ja, Schrittfehler. Ich dachte schon, sie pfeifen 3 Sekunden, weil man sieht von hier oben die Beine nicht. Also ich habe nicht gesehen, was da gerade passiert ist unterhalb der Gürtellinie. Sei es drum, die Freiburger bewegen den Ball. Sie beziehen viele Spielerinnen in die Offense mit ein. Das ist prinzipiell schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und jetzt wieder der Ball auf die Amerikanerin, die so voll abschließt. Und Airball, verteidigt von Ilka Hoffmann, schön gemacht. Und jetzt der Turnover. Ja, schade, da hat Kristen Gaffney den passenden Ticken zu hoch angesetzt, weil so groß ist Luisa Nufer dann doch nicht. Vielleicht wächst sie ja noch, man weiß es nicht. So 1,95. Ich wollte gerade sagen, aber so alt ist sie ja noch nicht, da sind die Wachstumshormone in dem Bereich sicher noch... aktiv. Ja, sicher noch aktiv. So, jetzt wieder der Aufbau. Georgieva, nee, die wird den Dreier nicht nehmen. Schöner Pass in die Mitte, das war stark gemacht und das ist die Amerikanerin. Fur, ja. Ja, sie machen es auch gut in der Offense jetzt mittlerweile. Gehen nicht mehr so sehr auf den Dreier, sondern versuchen eher in der Zone aktiv zu werden. Mit klugen Anspielen und einfachen Punkten am Korb. Luana wieder zurück auf dem Feld. Mit Pauline Mayo übrigens auch. Die zwei Point Guards zusammen auf dem Feld und... 3 Sekunden und Das Foul hat sie Glück gehabt. Ah, das hat sie vor allem brutal klug gelöst. Wäre da eigentlich überhaupt nicht mehr zum guten Abschluss gekommen und schafft es trotzdem noch, da das Foul zu ziehen. Also geistesgegenwärtig von Luana Rodefeld, weil da war auch nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. Ja. Und die Scharfschützin vom Dienst ist wieder da, Kelly Hughes. Ah, die ist unsere Scharfschütze. Ja, das ist genau, das ist die immer von draußen trifft. Ah ja, okay, alles klar. Oh. Oh, Lou, das gibt einen Karsten nach dem Spiel. Der war auch kurz. Vor allem war das fast ein Airball, ja, ich wollte es gerade sagen. Also jetzt, Lorne Rodefeld mit ihrem zweiten. Eigentlich sicher von der Freiwurflinie, jetzt aber 0 von 2. Ja, die... Georgieva macht da mal kurz von Coast zu Coast. Das ist stark gemacht, die Deutsch-Bulgarin. Jetzt müssen die Eisvögel wieder ein bisschen das Tempo anziehen in der Defensive, ja? Ja, die sind auf 10 dran jetzt, haben sich da Stück für Stück rangekämpft. Wieder nach der großen Führung. So, jetzt Luana Rodefeld, die das Spiel beruhigt. Jetzt kommt der Block von Kristen Gaffney und der Dreier. Okay. Luana zeigt hier mal ganz kurz, dass sie auch einiges auf dem Kasten hat. Das wird die Familie freuen. Ich bin mir sicher, die schauen wieder zu. Ah, schön den Ball bewegt und Pech schon wieder. Der fällt raus. Oh, das ist ein Foul. Ja, da schlägt sie arg rein. So, jetzt kommt Vicky Wiczorek hier für Luisa Nufer, die jetzt offensiv noch nicht so in Erscheinung getreten ist. Aber... Ja, bekommt hier ihre Minuten und dafür, dass es erst ihr drittes Bundesligaspiel ist, schon sehr respektabel, dass man hier schon vor der Halbzeit bei
bei 5 Minuten Spielzeit oder 6 oder 7 Minuten ist. Ich weiß gar nicht genau. Nächstes Foul. Oh ja, Vickys Gesichtsausdruck sagt uns auch, dass es eher kein Foul war. Aber der Ref, der das Foul gerade angesagt hat, steht natürlich da schlecht in der Position. Er sieht nur, dass die Hand da dazwischen geht und da wird oft direkt gepfiffen. Ich wollte gerade sagen, dieses von hinten reingreifen ist halt auch immer relativ gefährlich. Wenn man von hinten reingreifen muss, dann hat man es auch vorher nicht gut verteidigt. Dementsprechend, jetzt gibt es hier Applaus. Ich habe nicht mitbekommen, warum. Weil Ilka Hoffmann auf die Bank geht und weil sie im ersten Viertel sehr gut gespielt hat, Einer. Okay, ja. Sehe ich ein. Wer übrigens auch immer ganz gut spielt, Kristen Gaffney, die hier. Diese ankommt. Kristen, ja, die habe ich auch schon mal richtig krank, was die gesehen. Da am Brett macht. Oh, oh schöner schönes Crossover Anspiel von Poljuschuk und Fur. Oh, muss eigentlich. Der war da oben. Eieiei. Der ist gegen die. Und. Oh. Oh, da war sie wahrscheinlich dermaßen überrascht, dass sie so frei steht. Ja, ist egal, muss sie weiterarbeiten. Sowas muss man abhaken. Völlig blank hier, aber wenn man dann da aus dem Stand hochgeht und da kommt von hinten jemand angerannt, ist natürlich schwierig. Aber guter Pass vorher von Luana. Ah, jetzt, da haben sie es in der Defense hier gerade, die Kommunikation hat da gar nicht gestimmt. Georgi, weiß das wieder, die Deutsch-Bulgarin, die gefällt mir außerordentlich gut. Ja, man weiß, warum sie 13,4 Punkte pro Spiel macht. Und jetzt Leo Drogo. Rode Feld. Oh, schon wieder aus dem Dribbling. Ja, der war schwer, der war so ein bisschen unkontrolliert, hatte nicht so richtig die Balance da in der Luft. Nicht einfach der Wurf. So, und Georgieva kriegt eine Pause. Gute Nachrichten für die Eisvögel auf jeden Fall. Ja, mit Sicherheit. Die hat es wirklich gut gemacht. Ich denke aber auch, dass sie nicht allzu lange drauf auf der Bank bleiben wird. Und jetzt wieder die Presse überspielt. Ja, Tanja Lehnert jetzt für sie. Mit der Nummer 22 auf dem Feld. Macht auch immerhin 6,3 Punkte, also auch einer, auf die man aufpassen muss. Oh, das ist oh, zu Poljuschuk einfach. And one. Das geht zu einfach hier nach dem Einwurf-Play, das and one. Also auch mehrfach jetzt schon and ones hier in der Halle. Und direkt die Auszeit. Pierre Hohn ist da sowas von unzufrieden. Da hat man ihn über die ganze Halle gehört. Gott sei Dank hat man es mit der Kamera gerade nicht gesehen. Der hat nämlich hier gerade den Stuhl weggetreten. Ja, aber es ist einer, der halt immer fordert und der immer dabei ist. Und ja, zu Recht auch. Die Eisvögel sind hier nicht mehr im Spiel drin. Außer diesem schwierigen Dreier von Luana Rodefeld waren hier keine einfachen Scores mehr dabei in den letzten 2-3 Minuten. Ja. Und da muss man natürlich frühzeitig reagieren, ist klar. Vor allem defensiv gefällt mir das gerade nicht mehr so wie noch am Anfang. Ja, die Kommunikation stimmt vor allem bei der Blockverteidigung gerade nicht. Da wird switcht man oder sinkt oder kommt man zur Hilfe raus und recovert dann. Da gab es gerade ein, zwei Unstimmigkeiten. Und dazu natürlich die Hilfe. Die ein, zwei Schritte zu spät dran ist hier. Naja, wir werden sehen, wie die Eisvögel das lösen. Ich bin mir sicher, Pia Hohn hat eine Lösung parat. Die Frage ist, ob sie Mädels direkt umsetzen können, ne? Und während der Auszeit, Gott, ich rede schon wieder zu viel, Anna, wir wissen's. Aber ich will die Gelegenheit nutzen und nochmal ganz kurz ein, zwei Leute grüßen. Und mit ein, zwei Leute meine ich ein ganzes Team. Denn in Steinbach an der Landesschule, da sitzt eine Mädelsauswahl aus dem Jahrgang 2004, die da gerade einen Lehrgang haben in Steinbach. Und die werden gecoacht von einer Freiburgerin, nämlich von Lea Entenmann. Und natürlich dem Herrn Ulrich. Und die hocken anscheinend hier alle vorm Bildschirm und schauen zu. Also herzliche Grüße an den BBW-Jahrgang 2004 nach Steinbach. Oder ist es Heidelberg? Ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber diejenigen, die sich angesprochen fühlen sollen, werden es auch wohl tun. So, jetzt wieder zum Geschehen hier. Der Freiwurf verwandelt von Poljuschuk, die sehr auffällig auch agiert heute. Und wir haben nur noch, in Anführungsstrichen, ein 10-Punkte-Spiel. Kelly Hughes jetzt mit dem Anspiel auf Kristen Gaffney, die wieder dabei ist. Ah, Mismatch hier gegen Fur. Oh, was für ein Move. Bisschen weit weg da vom Korb. Nicht ganz einfach, der kleine Hookshot dann. Und die Defensive jetzt ein bisschen weg von der Presse, die man vorhin benutzt hat. Vielleicht Pierre Hohn, der jetzt ein bisschen umstellt hier. Und der nächste Dreierversuch. Oh, wild. Was für ein Backstein. Man kann sich fragen, wo die Qualität hin ist von
Bad Homburg, die ja wirklich vom Dreierbereich extrem gefährlich sind. Heute noch nichts zu sehen davon. Und die nächste Auszeit, also die Coaches hier beide reihenweise unzufrieden. Ständig Unterbrechung ist natürlich schwierig, da kommt nicht richtig so ein Spielfluss zustande. Ja, der Spielfluss ist ein bisschen weg. Das merken wir auch hier so ein bisschen in der Halle, finde ich. Bisschen Unruhe kommt auf. Immer nur eine halbe Minute wird gespielt und dann müssen die Spieler schon wieder auf die Bank, um ihre Tipps. Ja, und hier läuft Billy Talent in der Halle. Habe ich auch schon länger nicht mehr gehört. Hat da jemand eine neue Playlist angeschlossen, möglicherweise? Kein Fehler auf jeden Fall. Oh, ich weiß nicht. Billy Talent kann man sich definitiv immer anhören. Ja, ich höre gerade von Robert Leichter. Ich soll nochmal ganz kurz das Wort ergreifen, damit man schauen kann, ob man mich hört. Ja, du warst, glaube ich, ein Ticken leiser. Jetzt ist es auf jeden Fall besser. Ah, hier habe ich auch ein lautes Sprechorgan. Dementsprechend. So, wir machen weiter. Ah, schöne Hände hier von Laura Strawewska. Da sind nur noch 9 Sekunden auf der Uhr für den Abschluss. Isabel Gregor ist jetzt auch momentan auf dem Feld mit der Nummer 4. Bin mir nicht sicher, ob die gerade eingewechselt wurde. Oh, Foul hier von Kelly Hughes, da hat sie Glück. Und Dreier. Wild wieder, das ist unnötig, so ein Dreier. Ja, das war Kasperska. Weiß ich nicht, was sie sich dabei gedacht hat, weil da waren schon noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Übrigens war das ihr zweiter Dreier, der da rechts am Korb entlang schrammt, an der Korbanlage fast. Vielleicht hängen die Körbe in Bad Homburg einfach ein bisschen weiter links. Ja, das kann auch sein. War da noch nie. Oh, jetzt auch 5 Sekunden für die Offense nur noch. Ja, schwierig. Der Fluss ist ein bisschen weg jetzt wirklich im Offensivspiel der Eisvögel. Obwohl man natürlich trotzdem extrem viele Punkte bis jetzt gemacht hat. Aber in den letzten Minuten hakt es etwas. So, jetzt Luana Rodefeld, 5 Sekunden. Oh, schlecht verteidigt von Bad Homburg, die Glück haben jetzt hier, dass sie hier in Ballbesitz kommen. So einen offenen Wurf darf man dann eigentlich nicht mehr zulassen bei 5 Sekunden. So, die swingen den Ball hier rüber. Und nächster Dreier. Da fällt wirklich noch gar nichts vom Dreierbereich. Das ist ein bisschen Glück für die Eisvögel bis jetzt. Also der Schein drückt ein bisschen hier in der Halle. Oh, schade, wollte ich schon sagen, das hat sie klasse gemacht. Wie sie den Ball dann noch rettet, aber dann ist er doch weg und auf der Gegenseite natürlich der einfache Score. Oh, mal wieder ein Dreier. Yes, sir! Also Kelly Hughes ist wieder voll im Soll. Die ist bei ihrem dritten Dreier inzwischen in der ersten Halbzeit. Ja, die ist so maschinell unterwegs vom Dreierbereich. Das ist, wenn die den Ball hat und hat ein bisschen Platz, dann weiß ich, dass er reingeht. Das ist Wahnsinn. Zumindest wundert man sich wirklich, wenn er nicht reingeht. Ja, richtig. Hier auf der anderen Seite Stephanie Lynn Föhr. Gute Aktion, gute Bewegung. Man muss auch sagen, Kelly Hughes, das haben wir auch schon mal angesprochen hier im Livestream, nimmt halt auch viele gute Würfe. Es ist jetzt auch nicht so, dass sie da irgendwelche Notwürfe nehmen muss vom Dreierbereich, sondern sie sucht sich schon aus und sonst passt sie halt. Ein sehr hoher Basketball-IQ da auf ihrer Seite. So, jetzt Wechsel. Anna Schippe kommt zum ersten Mal und Ilka Hoffmann kommt zurück. Schauen wir mal, ob sie noch ein bisschen was auf ihr Punktekonto draufschrauben kann hier in der ersten Halbzeit. Übrigens höre ich das auch nicht so oft, dass es jetzt hier so ständig Applaus gibt, wenn Auswechslungen und Einwechslungen stattfinden. Gefällt mir gut. Ilka Hoffmann kommt wieder aufs Feld, die Lokalmatadorin, und die wird hier mal wieder ganz warm begrüßt. Völlig zu Recht, natürlich. Wird ihr gut tun. Kann ruhig nochmal 2, 3 nachlegen. Dreier natürlich. Ja, gutes Anspiel. Und nächster Dreier.
Ja, auch der Wurf war nicht gut. Ich wollte gerade sagen, es war ein schlechter Wurf. Das ist natürlich Pech, dass er rein und raus rollt, aber es war einfach auch kein guter Abschluss. Also eine schlechte Wurfauswahl, muss man sagen. Der Wurf war da eigentlich noch ganz ordentlich für das, was er da vor sich hatte. Handles hier von Laura Zdrawewska. Schade, sie regt sich auch auf. Aber ich bin echt beeindruckt, wie aggressiv die da Richtung Korb zieht. Ja, sehr, macht sie gut. Da wirklich ja. Nichts unversucht und das braucht man, das haben wir ja vorhin angesprochen, ne? Diese Aggressivität außerhalb der drei Topscorer. So, und jetzt Kaczperska. Boah, schön. Den Ball hier. Schöne Swingpässe hier und. Völlig offener Shot. Ja, ja, das Ding mit 22. Ja, Tanja Lehnert. Schöner Wurf, schöne Flugkurve auch. Also die swingen den Ball schon gut. Sie bringen den Ball immer gut auf die ballschwache Seite rüber und dann ist natürlich da. Dann ist natürlich da die Defense einen Schritt zu langsam immer draußen. Stark, wenn es Absicht war von Anna Schippek, die da den Fuß ein bisschen rausstellt. Darf man ja im Basketball, also gibt jetzt keine persönliche Bestrafung dafür, sondern gibt halt jetzt einen Wurf. Ja. Dementsprechend den Fastbreak unterbunden. Besser geht's nicht im 2 gegen 1. Oder im 1 gegen 2 aus ihrer Sicht. Und Lea Wittraugo ist zurück für Laura Zdrawewska, die eine Pause kriegt. Die hat sich da wirklich auch aufgerieben. Jetzt ein, zweimal Pech gehabt. Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn sie einen Gang runterschalten kann. Oh, nächster Dreier. Ja, jetzt fällt mal einer, drin. Ja. Also diese Kaczperska, die scheint die Dinger öfter zu nehmen aus der Lage. So ein bisschen Steph Curry-mäßig. Es sind sehr schnelle Würfe, gell? Und auch nicht wirklich frei, sondern sie kreiert die selbst. Oh, schöner Move. No, das ist Pech. So ein weicher Korbleger. Und ja, Anna Schippek, nimm dir doch den Wurf. Kann man schon mal machen, wenn man am Zonenrand steht. Und das Foul jetzt hier. Ach, ja, das war klasse, klasse ja, Crossover gemacht, ja. Hier von Pauline Meyer. Und wie sie den da mit links da ablegt. Und wir wissen beide, die Körbe in der Unihalle sind eigentlich relativ dankbar. Das scoret man ganz gerne mal, wenn er 3-4 Mal auf den Ring fällt. Ja, weiche Bretter und weiche Korbanlage. Aber hat mich jetzt auch gewundert, weil wirklich der Abschluss sehr, sehr weich war. Übers Brett sehr hoch angesetzt. Ist halt ein bisschen Pech. Da kann man jetzt ihr keinen Vorwurf machen. Ganz sicher nicht. Ja, und Georgieva ist wieder da. Mit der Nummer 8. Für die Falcons. Schlechte Nachrichten für alle Freiburger. So, jetzt der Dreier Schippek. Nee, der ist lang. Ja. Gute Rebound-Arbeit wieder von Ilka Hoffmann. Die gefällt mir außerordentlich gut. Und Kelly Hughes mit dem nächsten Dreier. Schade. Und gute Rebound-Arbeit von Anna Schippek. Aber leider dann ins Aus. Übrigens, während wir hier so vor uns hinreden, haben wir... Schau mal auf die Scores. Nur noch 6 Punkte. Vorsprung. Es ist Wahnsinn, wie schnell das jetzt ging. Irgendwie ist der Rhythmus gebrochen bei den Eisvögeln. Offensiv wie defensiv. Ja, die Falcons machen es in der Defense ein bisschen besser. Und natürlich dann mit dem Dreier gerade. Ah, nee. Nein, das ist kein Foul. Das ist kein Foul. Da ist sie von hinten ganz, ganz auf sauber. Den Ball. Ja, und da hört man wieder Pierre Hohn. Ich weiß nicht, ob Sie es an Ihren TV-Geräten oder Computergeräten hören. Mal ganz kurz ausgerastet. Ja, hat ihm da nicht gefallen, dass sie da die in der Defense nicht zurückgeswitcht sind. Nichtsdestotrotz war es meiner Meinung nach kein Foul, aber natürlich auch hat man sich selber da durch die schlechte Kommunikation in der Defense in die Position gebracht. Ja, das sind halt auch so Vorgaben in der Defensive vom Coach. Und er merkt ja auch, dass es jetzt defensiv gerade überhaupt nicht funktioniert. Und da spricht das dann halt auch an. Ist auch richtig. Muss er auch. Und Grönberg hat beide Freiwürfe hier verwandelt. Oh, Georgi war aggressiv hier in der Defense. Wenn man jetzt schnell abschließt, hat man übrigens noch einen Zusatzangriff. Aber das ist dann manchmal auch ein bisschen, da fehlt einem der Überblick auf dem Feld. Ja, vor allem bei so einer aggressiven Verteidigung. Aber der Turnover ist natürlich das maximal Schlechteste, was passieren kann. Jetzt kriegt man zwar noch... Aber immerhin, man hat noch einen Angriff, Elna. Man kriegt noch einen, aber trotzdem. So nicht. So. Und jetzt 8 Sekunden beachten. Und das Foul gut gemacht von Luana Rodefeld, die wirklich eng verteidigt wurde von der Nummer 4. Das war Isabel Gregor. Ja, und jetzt kriegt Luana sogar noch 2 Würfe. Das heißt, Bad Homburg kriegt doch die letzte Offense. Ja. Also es ist völlig unausrechenbar, was hier passiert. Aber ich muss auch sagen, war dann... Der Coach hat gesagt, sie soll voll drauf gehen. Also Isabel Gregor war vielleicht auch nicht so klug dann in dem Moment, weil Luana Rodefeld an die Linie geschickt wird und hier einfache Würfe bekommt. In dem Sinne. Muss man natürlich schauen, was Bad Homburg jetzt aus der Offense noch macht. So, das passt. Am jetzt. Besten nicht faulen, am besten nicht faulen. Oh, schön. Fußabwehr.
Die Uhr geht ein bisschen weiter. Ja, 2 Sekunden rausgeholt, nicht schlecht von Ilke Hoffmann auf jeden Fall. Eigentlich dürfte die Uhr auch gar nicht so weiterlaufen, weil müsste sofort stehen bleiben nach dem Fuß. Naja gut, 5 Sekunden noch auf der Uhr, die Nummer 6. Es ist unfassbar. Das macht sie klasse. Es ist unfassbar. Fast noch mit Foul. Ja. Und wir haben hier ein richtig, richtig enges Game. 40-38, wer hätte das gedacht nach dem Start. Und damit dürfen wir uns erstmal die Halbzeit verabschieden. Ja, es wird jetzt hier noch ein paar weitere Trikotversteigerungen geben. Direkt nach dem kleinen Spiel, das wir jetzt hier von den Rollstuhlbasketballern sehen werden. Die sind auch immer sehr beliebt. Sie sind einmal im Jahr hier in der Halle und zeigen, was sie drauf haben. Bleiben Sie ruhig dran und schauen sich das an. Ganz interessant. Schauen wir mal, ob wir vielleicht mit der Kamera auf einen Korb gehen können. Dass man das da ein bisschen anschauen kann. So, haben wir veranlasst. Kamera ist auf dem Spiel drauf und wir hören uns dann in circa 10 Minuten wieder.
So, wir dürfen uns zurückmelden hier vom Topspiel der zweiten Damen-Basketball-Bundesliga Süd. Die Eisvögel aus Freiburg gegen die Falcons aus Bad Homburg und es hält, was es verspricht. 40-38, High-Scoring-Game, spannende Partie und zurück im Geschehen mit Vicky Wiczorek. Ja, genau, wir gehen einfach mal schnell die Starting, oder nicht die Starting Five, auch die Starting Five für die zweite Halbzeit durch. Bei den Falcons haben wir Stephanie Furr, Camilla Grünberg, Gergana Georgieva natürlich, Kasperska. Oh. Wer war das, Anna? Ich hab's nicht gesehen. Lass mich raten, Kelly Hughes. Ja, richtig, richtig, ja. Alles klar. Ich mach's kurz fertig, Kaczperska und Poliszuk. Also ja, da natürlich passt die Presse nicht. Übrigens, sorry, ja. Nominell natürlich die stärksten 5 hier bei den Falcons und bei den Eisvögeln, die eben schon angesprochene Hughes, dazu Gaffney, Hoffmann, Wiczorek und Rodefeld, also auch die Starting 5 vom Beginn des Spiels, jetzt wieder auf dem Feld. Und jetzt kriegt Vicky hier mal den Flair, aber sie nutzt ihn nicht für den Dreier. Kein Wunder, sie heißt ja auch nicht Hughes mit Nachnamen. 2 Sekunden, jetzt kriegt sie den Dreier aus der Ecke. Oh, das war ein guter Wurf. War schwer. Also, der war wichtig. Richtig, ja. Jetzt hat man dann mal den Rebound. Oh, fancy, schade. Das wären... War da kein Foul dabei, ich konnte es nicht sehen aus dem Winkel. Ich glaube, das war sauber, ehrlich gesagt. Und jetzt der nächste Offensive Rebound. Also, das kam Pierre Honig gefallen, dem Coach der Eisvögel. Tut es auch nicht, er schüttelt mit dem Kopf. Ein Punktspiel, meine Güte. Das wird eine richtig enge Partie. Vor allem steht hier auch einiges auf dem Spiel. Die Eisvögel können sich absetzen in der Tabelle. Die Bad Homburger Spielerinnen haben ja schon ein Spiel mehr. Nächster Dreier. Wahnsinn. Es ist unfassbar. Ihr 5. Dreier, diese Partie. Wahnsinn. Das ist völlig krank. Das ist richtig krank. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann da auch mittlerweile nicht mehr ausrasten, weil es passiert in einer Frequenz, da kommt man nicht mit. Und ja, also Hughes ist bei 15 Punkten, die sind alle von der 3-Punkt-Linie. Topscorerin inzwischen, dazu nach wie vor Ilka mit 10, Luana mit 7 und Kristen Gaffney ist auch schon bei 10 Punkten und 9 Rebounds. Stell dir das mal vor. Die hat das Double-Double schon in der Tasche. So gut wie Kristen Gaffney mit 10 Punkten, 9 Rebounds. Ah, noch 10 Punkte, 10 Rebounds jetzt, da wurde aktualisiert. Oh, Poliszuk artistisch. Und Georgi, er war wieder mit dem Offense. Der war aber am Aus. Stand im Aus. Ja, die Zuschauer, da haben es gesehen. Georgieva ist tatsächlich immer präsent im Offensiv-Rebound. Da muss man ein bisschen besser arbeiten unterm Korb. Kristen Gaffney ist da gefragt. Das kann sie sicherlich. Ja, Georgieva mit 11 Punkten, Topscorerin bei den Falcons, zusammen mit Camilla Grönberg, die auch bei 11 steht. Aber natürlich auch, wie gesagt, schon mit 6 Rebounds. Dazu Stephanie Furr mit 10 Punkten und 5 Rebounds. Also ähnliche Werte hier. Ja, ist insgesamt ein gutes Scoring. Ich meine, ist auch ein High-Scoring-Game. 46-42, Anfang des dritten Viertels. Das verspricht schon einiges. So, jetzt hier Gaffney im Post. Wird gedoppelt. Das ist sehr gut. Da ist nämlich dann natürlich jemand frei. Nächster Dreier, Rodefeld. Und Rebound ist nicht bei Vicky. Schade. Jetzt 3 gegen 1. Gut verteidigt. Den sehr Wurf, gut. Ich wollte gerade sagen, den darf sie nehmen, weil wenn man aus dem Fastbreak so einen Wurf nimmt, ja, dann ist es definitiv keine sehr gute Lösung. Übrigens ganz interessant, wenn man nochmal auf die Statistiken schaut, tatsächlich sind auch die beiden Mannschaften, die heute gegeneinander spielen, die zwei offensivstärksten in der Liga. Ja? Also die Eisvögel mit 610 Punkten bis jetzt die Saison in allerdings 8 Spielen und die Falcons in 9 Spielen mit 641. Man sieht es auch auf dem Feld. Ja? Ganz klar die Offensive im Vordergrund hier. So, jetzt kommt der Screen hier unten. Die Vicky Wiczorek wird aber nicht genutzt. Oh, nächster Dreier. Nee. Oh, der war sogar auch fast drin. Die Frau ist unfassbar, Mann. Die ist Wahnsinn. Wenn sie den gemacht hätte, dann wäre ich hier wahrscheinlich einfach nach Hause gegangen, weil da kannst du nichts mehr sagen. Das war jetzt so ein Wurf, wo ich sage, so, den muss sie nicht unbedingt nehmen. Eigentlich eine sehr gute Wurfauswahl, aber wenn der reinfällt und sie hat gerade ein heißes Händchen, kann man es mal versuchen. Definitiv. So, jetzt unterm Korb frei, Luana Rodefeld. Da macht sie neues Setup. Ja, ist auch ein Mismatch gewesen da unten, also gegen sie. Im Post und jetzt muss ein Foul. Ja, das kann ja nicht es sein. Es ist unfassbar, ist natürlich ein klares Foul, aber egal, Gaffney räumt wieder auf, so wie sie es seit Ende September hier in der Halle jede Woche macht.
Oh, der ist rechts, ja. Ah, Vicky Vicerek, schlechtes Timing hier beim Rebound. Oh. Kaczperska übrigens. Aber keine Ahnung, was Föhr da gemacht hat. Wirft den Ball da seitlich gegen den Ring. Und so spielt man einen Fastbreak aus. Und da reagiert der Coach sofort mit der Auszeit. Stark gemacht, Kristen Gaffney im Zusammenspiel mit ihrer amerikanischen Kollegin Kelly Hughes. Also Gaffney jetzt bei 12 und 12 übrigens. Und Kelly Hughes bei Kelly 17. Hughes bei 17 und 4. Könntest du mir mal einen Gefallen tun, mal ganz kurz mal die Dreierquote von Nikola Kaczperska nennen, weil das müsste sowas im 1 von 8 Bereich sein. 1 von 7, ey, ne? 1 von 7, ja. Aber lag ich nicht so falsch. Also, ich nehme sehr wilde Dreier. Ich weiß nicht, was der Plan dahinter ist. Eigentlich haben sie es ja ganz gut gemacht über die Zone jetzt, also in die Zone reingehen. Ich also, weiß nicht. Kaczperska hat einen komplett gebrauchten Tag erwischt bis jetzt. Sie steht bei 1 von 10. Das hat ja eine Dreier, das heißt, sie hat 3 Punkte auf dem Konto und das in 20 Minuten. Also sie hat die meisten Minuten aller Bad Homburgerinnen hier abgeliefert, hat fast keine Pause gehabt. Das kann man kurz runterrechnen, ja, also gute 4 Minuten Pause gehabt und ist 1 von 10, also rabenschwarzen Tag. Man muss aber natürlich auch ganz klar sagen, wenn die jetzt durch einen dummen Zufall irgendwann anfängt zu treffen, dann wird es natürlich schnell eng. Ja, sicherlich, aber ich finde trotzdem, dass die Wurfauswahl bei ihr einfach nicht... das hergibt oder eine bessere Wurfquote hergibt oder eine viel bessere. Da waren schon teilweise wilde Dreier dabei. Sie sollte sich ein bisschen darauf besinnen, die einfacheren Würfe zu nehmen dann und dann sonst das Spiel schnell über Pässe zu. Ja, wir können die Quote ja mal schnell im Gesamten betrachten. Also Bad Homburg ist hier mit 1 von 11, 12, 13, 14, 15, 1 von 15 Dreier, ey, ne? Stärkste Dreiermannschaft der Liga. Ich will es nochmal erwähnen. Wenn die hier treffen würden, die Dreier, dann können sie ja schon ganz anders stehen. Und die Eisvögel sind bei 7 von 13, also über 50%. Und Kelly das Hughes? Sind natürlich, Kelly Hughes ist 5 von 9, das sind natürlich astronomische Werte hier. Ja, auch hier der Foulpfiff, ich bin mir nicht 100% sicher, eigentlich gut verteidigt von Ilke Hoffmann, aber naja. Es gibt jetzt Freiwürfe, auch der Nachwuchscoach der U16 Eisvögel, Björn Bauer neben mir. Unverständnis. Etwas, ja, mit etwas Unverständnis. Und Georgieva, das kann sie, ja, von der Linie. Hervorragend. Gefällt mir richtig, richtig gut, diese Frau. Ah, 4 von 6 jetzt, doch nicht so hervorragend. Oh. Glück gehabt, habe ich eigentlich anders gesehen. Ich habe es auch anders gesehen, aber der Ref stand wirklich direkt davor. Aber, also ich habe es ja in der Flucht direkt gesehen, von hier, von meinem Platz. Muss ehrlich sagen, das war eigentlich in eine andere Richtung, aber naja gut. Es sind auch manchmal so Millimeterentscheidungen. Wir versuchen natürlich objektiv zu bleiben, aber die Refs haben es auch nicht immer ganz einfach auf dem Court. Geht sehr, sehr schnell teilweise. Ja, und jetzt Pauline Meyer wieder im Aufbau. Rodefeld hat eine Pause bekommen und Strawewska ist völlig blank da unten. Eieieiei, das tut weh. Dreier, Meyer, nein. Ja, jetzt müssen sie aufpassen, dass sie die nicht und so Polischuk und dann Würfe nehmen. Ja, der war zu hoch wichtig angesetzt. Ja, das war wieder hier die Nikola Kaczperska. Die ist wirklich unfassbar kalt heute. Also in allen ihren Entscheidungen. Hoffen wir mal, dass sie nicht heiß wird im Laufe des Spiels. Zeit hat sie ja noch dafür, also... Definitiv und bei ihrer Spielzeit. Oh, schönes Anspiel. Das ist ein es ist ein Foul! Es ist ein lächerlicher Wahnsinn, Pfiff! Wahnsinn, das, das ist das klarste Foul. Das klarste Foul aller Zeiten. Und sie bekommt hier den Schrittfehler gepfiffen. Wahnsinn. Das ist eine Lächerlichkeit. Also tut mir leid, da muss man auch mal kurz. Also, hui, da habe ich mich kurz selber mal kurz die Beherrschung verloren. Aber lass dich mal gehen lassen, aber zu Recht, auch ganz ehrlich. Der steht, der Ref steht da einen halben Meter nebendran. Die ganze Halle hat es gesehen. Sie springt auf sie drauf. Unfassbare Aktion. Also eigentlich. Nein. Und auf der anderen Seite ja, Föhr ja, mit dem N1. Ja, das also klar. Das ist komplett. War ja jetzt auch ein Foul jetzt hier an Vor, aber na gut. Regen wir uns nicht auf, es bringt nichts, aber. Ich reg mich nicht auf. Aber im Prinzip ist es so. Ja. Na ja, gut. Föhr mit einem Freiwurf jetzt. Und der sitzt mit etwas Glück. Und jetzt sind wir wieder bei einem 2-Punkte-Spiel. Unfassbare Entscheidung des Refs gerade. Also. Und ja, schnelle Hände hier von Nikola Kaczperska. Entschuldigung. Schwieriger Name auch. Ja, ein kleiner Zungenbrecher. Und. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, wir sind natürlich nicht so in der zweiten Liga zu Hause. Die Freiburgerinnen haben auch ja ein Foul.
immer erste Liga gespielt. Oh, Pauline Meyer, schön. Ja. Reingezogen, die kleine Spielerin, die noch so jung ist, so viel zu lernen hat, aber schon in so vielen Situationen sehr abgeklärt agiert. Ja, Wechsel bei den Falcons. Da bekommt die Nummer 6 eine Pause. Das ist Camilla Krönberg. Camilla oder Camilla? Ja. Bin nicht sicher. Camilla, und dafür ist die Nummer 33 auf dem Feld. Das ist Johanna Semerda. Schön verteidigt von Spiel. Laura Sadewska. Und jetzt zieht sie zum Korb. Macht ihn nicht rein. And one! Ach, der fällt raus. Schade. Zu früh gefreut. Ah, gut hier von Kelly Hughes im Post. Wie sie da kurz wartet, den Kontakt aufnimmt. Und jetzt kommt sogar der Foulpfiff, Anna. Ja, Wahnsinn. Und der war deutlich unklarer als gerade eben. Also der, klar, der war auch klar. Der war schon klar, aber nicht so klar wie vorhin. Da muss man sich schon teilweise wundern. Aber Kelly Hughes an der Linie, wir wissen es. Da ist sie sehr sicher auch. Wie auch vom Dreierbereich, das haben wir schon mitbekommen. Und kaum sage ich es schon, wirft sie daneben. Ach, Anna, sag's doch einfach nicht. Ja, ich lasse es jetzt auch. Ich wollte ein paar Hintergrund-Facts hier mal nennen. Dreck mal die Hose gegangen. So, der zweite sitzt auch nicht. Ja, meine Güte, aber der nächste dann. Ja, der zählt auch zwei. Ja, das war geplant. Jetzt. Also, etwas skurrile Aktion. Sie kriegt den Ball direkt wieder im Offensiv-Rebound. Direkt wieder an die Freiwurflinie und den lässt sie sich dann nicht nehmen. Als Catch and Shoot. Und jetzt wieder. Oh, die hat aber auch Pech. Ja. Katsch Perska, also der war jetzt wirklich schon dreimal hat er reingeschaut. Und jetzt wieder eine 6-Punkte-Führung, kleines Pölsterchen. Man muss aber auch sagen, sie wirft einfach weiter, lässt sich davon nicht beeindrucken und das muss sie letztendlich auch tun, weil die Mannschaft wird sie gegen später auf jeden Fall noch brauchen. Never stop shooting. Ja, das war jetzt natürlich ein blöder Pass. Okay, jetzt das Foul von wem? Kelly Hughes wahrscheinlich. Ja. Ist okay, ich meine, was die Foul-Probleme hier angeht, da ist noch niemand großartig belastet, von daher kann man sich so ein Foul mal gönnen. Das hat Kelly Hughes bekommen, ja, 23 war es, glaube ich. Ah, die Eisvögel jetzt wieder in der Defense deutlich konzentrierter, keine einfachen Abschlüsse für die Falcons, sondern die müssen weiter werfen, wollte ich gerade schon sagen. First, schöner Spin hier, ist ein Zweier. Und der sitzt. Zweier, ja, langer Zweier. Gut. Gut für die Eisvögel, aber auch ein schöner Wurf hier von Bad Homburg. Das war die Nummer 22, glaube ich, Tanja Lehnert. Ja, gut von Lea, dass sie da nicht wieder das Anspiel in den Post sucht, weil diesen Screen, den haben sie inzwischen verstanden. Was? Laura, krass. Sie macht's gut. Aber wie macht sie das da? Danach fast so ein bisschen Eurostep, ja. Ich wollte gerade sagen, weil sie da zwei, dreimal über links gegangen ist, das weiß die Defense natürlich, und dann macht sie den Schritt rüber und attackiert mit rechts. Also, klasse Spiel von Laura Strawewska, außer diesem Korbleger, den sie da gerade verlegt hat. Aber sowas passiert im Basketball. Wichtig ist, dass man dann da weiterarbeitet. Oh, Third, so offene Würfe darf man da natürlich nicht bekommen. Lea Wetraugo mit dem Rebound. Boah, verliert fast den Ball, klammert sich aber dran und hat ihn. Laura Strawewska jetzt. Strawewska, sorry. Kann man das Tempo rausnehmen, macht sie gut. Schöner Swingpass hier, Kristen. Oh, Gaffney. Oh. Und jetzt das Foul. Gegen Fur, wenn mich nicht alles täuscht. Das war die Nummer 25, ja. Das ist Stephanie Lynn Fur. Ja, und Luana kommt zurück für Pauline Meyer. Und auch Gaffney geht runter für Ilka Hoffmann. Also, jetzt wieder vier Freiburgerinnen, vier Eigengewächse, sag ich mal, zusammen mit Kelly Hughes auf dem Parkett. So, ich muss mal hier die Fans neben mir ein bisschen zur Ruhe bitten. Ich sehe nämlich nichts mehr. Vielleicht müssen die sich mal beruhigen. So, Luana Rodev. Oh, was für ein Move! Hangtime! Hangtime! Michael Jordan-mäßig. Hangtime in Kayseri. Ah nein, wir sind hier in Freiburg. Schön gemacht. Da merkt man, sie ist auch so eine kleine Streetballerin. Hat alle Moves drauf. Ja, Luana Rodefeld ist immer, Schrittfehler, ist immer gut für ein Highlight. Auf jeden Fall. So ein bisschen eine fancy Spielerin, auch wie letzte Saison Jovana Vukoje. Hat sie ja vielleicht, hat sich vielleicht ein bisschen was abgeschaut letzte Möglicherweise. Saison. Eine richtig gute Aufbauspielerin. Für Zweitliga-Verhältnisse sowieso. Extra klasse, auch wenn der passt, völlig daneben geht. Aber jetzt gut verteidigt, Fastbreak erstmal unterbunden.
Klares Foul. Ja. Aber auch, ja, weil Laura Zdrawewska da einen halben Schritt zu langsam ist, weil sie den Ball hinterher schaut, anstatt direkt vor ihre Gegenspielerin zu kommen, bevor sie schon den Pass bekommt. Das war übrigens Anna-Sophie Krenz mit der Nummer 35, wenn mich nicht alles täuscht. Die macht im Schnitt 0,6 Punkte, könnte jetzt hier ihren Schnitt nach oben bringen. Erster sitzt, also jetzt schon ihren Schnitt verdoppelt. Ah, nein, das ist gar nicht die Nummer 35 und schon habe ich einen Fehler gemacht. Ja, man sieht es hier teilweise nicht. Also das ist Joanna Ivona Semerda. Entschuldigung, die macht 2,4 Punkte pro Spiel. Ist damit jetzt aber auch schon fast im Soll, also von daher steht bei 2. Ich glaube, Anna-Sophie Krenz hat noch gar keine Spielzeit bekommen. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Doch, die hat schon 3,5 Minuten gespielt. Ah ja, okay. So, jetzt Luana Rodefeld. Hätte vielleicht sogar einen Dreier nehmen können. 7-6 Sekunden. Pull-up-Jumper, den kann sie. Der sitzt. Butterweich. Luana Rodefeld. Es macht so viel Spaß. Es macht so viel Spaß, der Luana beim Basketballspielen zuzuschauen. Was willst du auch groß verteidigen, wenn sie so einen schnellen Abschluss dann auch hat, also so einen schnellen Release und aus dem Pull-up direkt aus dem Dribbling raus. Oh, und jetzt mal ein Dreier. Das war die Nummer 6. Camila Grönberg, die auch schon einige Punkte dieses Spiel gesammelt hat. Sag mir mal ganz kurz, wie viel. Müsste jetzt im Bereich 14, 15 sein. Liegt bei 11. Ich weiß nicht, ob der Score... Nee, der müsste noch nicht drauf sein. Also ja, 13 wahrscheinlich. Dann ist es ein Dreier, oder? Ja, 14, ja, du hast wahrscheinlich recht. Ja, war ein Dreier. Damit ist sie bei 1 von 5. Johanna Rodefeld. Kann sie auch! Oh! Direkt gekontert von unserer Aufbauspielerin Nummer 1. Ja, das war... komisch, verteidigt, ich weiß auch nicht, das sah ein bisschen wie Schrittfeder aus, aber Föhr macht 2 Pünktchen hier und jetzt noch 17 Sekunden und die Shotclock ist 16 Sekunden, also man hat jetzt hier eigentlich den vollen Angriff, wenn man es jetzt klug macht. Kelly Hughes auf Rodefeld, gutes Handoff. Kelly Hughes für 3, komm, mach ihn. Ach, der fällt nicht rein, schade, aber Rebound bei Ilke Hoffmann. Und somit beenden wir das dritte Viertel. Es ist ein 6-Punkte-Spiel. 4 Punkte plus in diesem Viertel für die Eisvögel. Alles noch im Rahmen. Enges Spiel hier. So, und Harald Jansson kommt wieder aufs Parkett. Hau doch nochmal 2 raus. So, also Ilke Hoffmann und Nani Illenberger werden jetzt hier versteigert. Schade, ich habe auf Kristen McCarthy gehofft. Also nochmal hier, das ist das Ganze für eine gute Aktion. Es geht dann in den, Robert, du weißt es, glaube ich, besser da in den Jugendbereich. Ja, Förderverein. Also es hat nichts mit dem USC zu tun, sondern es ist der Förderverein Damen- und Mädchenbasketball in Freiburg. Ja, also eine gute Aktion hier. Also Harald Jansson hier nochmal ordentlich was in die Kassen gespült. Ja, ist ein bisschen schade, denn das erste Trikot, was heute Abend weggegangen ist, war eigentlich das Beste, wie will man sagen, ja, das Spannendste, das fand ich das von Satou Sabali und das ging, glaube ich, für am wenigsten Geld über den Tisch. Da waren die Leute noch nicht richtig heiß, was das Bieten angeht. Ja, ich so 45 Euro hätte man sich eigentlich auch gönnen können. Ne? Ja, richtig. Wer es nicht weiß, die meisten werden es wissen, letztes Jahr bei den Eisvögeln 2 Saisons hier gespielt und jetzt im College-Basketball in den USA sorgt sie für Furore und spielt richtig groß auf dort. Auch nicht so selbstverständlich mit dem Alter. Also ganz, ganz großes Talent. Polischuk mit dem Pull-up, der ist nix. Rebound ist Ball wieder bei Kelly Hughes.
Der Ball zu Ilka Hoffmann. Ah, schade. Ah, gutes Anspiel. Wo ist ein Foul sein? Edmund! Der zählt! Da waren die weichen Körbe hier in der Halle. Kristen Gaffney mit dem End-One. Ganz stark. Schön auch von Ilka Hoffmann hier aus dem Passgang den Ball da in den Post gespielt. Ich habe schon gedacht, warum geht sie nicht selber? Aber war so gut. Ist natürlich auch schön. Und Kristen Gaffney sammelt hier ihre Punkte 13 und 14 ein. Ich denke, das hat das System auch jetzt gerade hergegeben. Man wollte Gaffney hier unten im Post anspielen. Hat auch eine ganz gute Position. Und wir wissen es, wenn sie da unten den Ball bekommt, ist sie in dieser zweiten Liga quasi nicht aufzuhalten. Wieder guter Swing-Pass. Das ist die Nummer 6. Der könnte fallen. Der fällt. Das ist schon wieder Camila Grönberg. Die lässt sich nicht lumpen und legt direkt nach. Also wieder 6-Punkte-Spiel. Das ist ein enges Ding hier. Der Name Topspiel ist definitiv das richtige Wort für dieses Spiel. Ah, Glück. Stradewska. Stradewska. Ja, Laura, hier, da ist der Coach von Bad Homburg nicht mit dem Pfiff einverstanden, denn den hat der Schiedsrichter gegeben, der weit entfernt stand. Und er ist der Meinung, dass die Dame, die hier oben stand, eher wenn dann den Pfiff hätte abgeben müssen. Aber ich habe es jetzt auch nicht wirklich gut gesehen. Coach muss natürlich jetzt auch aufpassen, dass er jetzt da kein Technical kassiert. Also ja, wenn man sich zu sehr aufregt. Und der Ball geht auf Kelly Hughes. Oh, was? Ja, das ist ein Foul. Edward, Luana Rodefeld. Also Luana hier mal wieder mit einer überragenden Partie. 16 Punkte. Hast du was anderes erwartet, Robert Leichter? Ich weiß es nicht. Nein, ich habe nichts anderes erwartet. Achso, okay. Ich habe ja vorher mit ihr gesprochen und wir haben abgemacht, dass sie heute gut spielt. Achso, sehr gut, ja. Ja, dementsprechend. So, jetzt komm, mach das rein, das Ding, ja. Three-Point-Play zum wiederholten Male heute auf beiden Seiten gesehen. Jetzt haben wir ein 9-Punkte-Spiel. Three-Possession-Game an der Kante zum 4-Possession-Game. Also, das bedeutet Three-Possession-Game, bedeutet, dass Bad Homburg mindestens 3 Angriffe braucht, um hier ranzukommen. Starker Drive. Foul ist on the floor, also nicht in der Wurfbewegung. Das heißt, es gibt keine Freiwürfe. Und das ist für Kristen Gaffney das erste Foul. Dementsprechend überhaupt gar kein Problem. Ja, insgesamt die Eisvögel, also die Refs sind sehr, also nicht sehr kleinlich, sage ich mal, mit den Foulpfiffen. Und die Eisvögel haben noch gar keine Foulprobleme. Das ist erfreulich. Auf Seiten von Bad Homburg ist da nur die Nummer 22 mit 3 Fouls. Das ist Tanja Lehnert. Die wirft hier gerade. Etwas gefährdet. Und Kelly Hughes mit dem nächsten Rebound. Müsste auch schon fast ein Double-Double haben übrigens. Wenn du mal in die Statistiken schaust. Ja, ich schaue gleich mal nach. Warten wir mal ab, was Ilka hier macht. Ah, schade. Darf sie. Und oh. Zweimal Pech. Ja, waren gute Würfe. Kann man nehmen, muss man nehmen. Und jetzt geht's weiter. Camila Grönberg jetzt. Diejenige, die hier mit Dreiern für Aufsehen sorgt. Kelly steht übrigens bei 19 Punkten und 8 Rebounds. Ja, also fast. Und schöne Hände hier von Laura. Ja gut, wenn sie den macht, dann hat sie es auch verdient, Georgieva. Ja, war ein guter Move von ihr. Wurf ins Gesicht. Wenn der fällt, dann ist es halt so, ja. Ja, es kristallisiert sich inzwischen ziemlich deutlich heraus, wer bei Bad Homburg scored. Das sind nämlich Furr und Camila Grönberg mit 17 Punkten. Airball, Kelly Hughes, sorry. Das nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ja, das ist ein Fehler in der Matrix. Okay, das... Airball, Kelly Hughes ist nicht möglich. Nicht vorgesehen. Und jetzt... Oh, das Foul. Und das gibt sogar 2 Freiwürfe, weil sie den Ball schon in der Hand hatte. Hat sie den Ball rausgegriffen, aber offensichtlich da... Das war Johanna Semerda, die jetzt immer wieder in die Zone reinzieht. Eigentlich nur 2,6 Punkte pro Spiel. Wo steht sie heute? Bei 2? Bei 2, ja. Aber jetzt mit den Freiwürfen. Könnte es auf 4 erhöhen. Ist aber doch sehr aktiv, wie ich finde. Auffällig auf dem Court. Ja, der sitzt. Bisschen flache Flugkurve, aber drin ist drin. Ja, und die Eisvögel schaffen es nicht, hier sich abzusetzen. Bad Homburg bleibt jedes Mal dran, hat immer eine Antwort parat. Schnell gemacht jetzt von
Luana Hodefeld und Ilka Hoffmann verliert den Ball unnötig jetzt in dem Fastbreak hier. Ja, da wollten sie es schnell machen und dann kommen die Hände von hinten. Das ist immer schwer dagegen. Camilla Grönberg, nee, die ist heiß. Eieiei. Der fällt nicht rein, aber Offensiv-Rebound. Travel, das ist ein Schrittfehler. Meiner Meinung nach. Camilla Grönberg denkt sich, von der Dreierlinie klappt es halt nicht einmal. Dann mache ich ihn End-One. Auszeit Freiburg zum genau richtigen Zeitpunkt jetzt. Pierre Hohn ist und kann überhaupt nicht zufrieden sein gerade. Wie es läuft. Vorne Turnover, hinten unkonzentriert halten. Ja, Anna, was wird es hier noch für ein Spiel? Vielleicht gleich nur noch die eine Possession. Wenn jetzt hier gleich der Freiwurf sitzt, dann sind es noch 3 Punkte. Ja, ich habe mir auch ehrlich gesagt jetzt nichts anderes erwartet von diesem Topspiel hier. Klar, die Eisvögel haben am Anfang sehr viel getroffen und Bad Homburg wenig. Aber dass sich das hier so ein bisschen dann wieder austariert und es eine spannende Endphase wird, damit konnte man rechnen beim ersten gegen den zweiten. Und beide, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, mit einer großen Offensivpower. Eisvögel, wenn sie das Nachholspiel haben gegenüber den Bad Homburger Falcons, sind sie Topscorer in der Liga. Also. Also jetzt hat reichlich Zeit gehabt zum Nachdenken für diesen Freiwurf. Joanna Semerda, den macht sie. Gar kein Problem für sie. Direkt aus der Auszeit raus. Immer nicht ganz einfach, du hast es gesagt. Man hat dann Zeit zum Nachdenken, gerade in so einer wichtigen Phase. 3 Punkte, one possession game. Und Pauline Meyer ist wieder auf dem Platz für Kelly Hughes, die dann eine Pause bekommt. Ilka Hoffmann steht da völlig frei an der 3-Punkte-Linie, bekommt den Ball leider nicht. Und der Ball zu Kristen Gaffney. Schön nice. Gemacht, das war wichtig. Klasse Score von Laura, super Cut und auch das Anspiel ist natürlich perfekt. Mit einer Sekunde auf der Uhr, das sind die Big Points hier in der Endphase. Wir sind zwar noch nicht ganz in der Crunch-Time, aber schon fast. Oh, der sitzt, Wahnsinn. Jetzt das fangen ist die an zu werfen, du. Semerda. Wahnsinn, die ist jetzt mit 7 Punkten voll dabei im Scoring. Und 2 Punkte nur noch. Jetzt muss man versuchen, viel über die Starspieler hier zu gehen. Also Luana Rodefeld, die hier fast den Ball verliert. Dreier, Strawewska, der sah gut aus. Offensiv-Rebound stark, muss ein Foul sein eigentlich auch da außen, aber super gearbeitet unter den Brettern. Und wieder nur 6 Sekunden, also die Eisvögel kriegen hier immer nur so End-of-Shot-Clock-Würfe. Rodefeld. Oh, den macht sie! Was ist das für ein Wurf, Robert? Da hat sie selber mal ganz kurz die Backen aufgeblasen, aber Luana Rodefeld, ja, die hat einfach das Selbstvertrauen, die weiß, sie kann das. Hand im Gesicht, gar kein Problem. Ist eine Teufelsfrau, Anna, Luana Rodefeld. Wahnsinn. Als ich mit ihr gewettet habe, dass ich um im 1 gegen 1 gewinne gegen sie, hast du mir noch nicht erzählt, dass sie so Midrange wirft. Also, ganz stark. Das war so einer, den machen nicht viele hier in der Liga, aus dem Dribbling. Und wir sehen auf der Bank übrigens schon wieder Kelly Hughes, die sich da bereit macht. Hat nur eine kurze Pause bekommen. Wichtig auch, dass eben hier Georgieva den Dreier nicht getroffen hat. Oh. Und jetzt aber, den wird sie wohl machen. Ja, ganz easy. Georgieva mit dem Steal und den 2 Punkten. Ja, das ist Lauras 4. Turnover gewesen. Da muss man natürlich gerade in dieser Phase des Spiels diese Aktion vermeiden. Oh, Gaffney, kann Gaffney. Die auch Dreier? Nee. Pauline Boah, Meyer. Schade, gut gearbeitet von Pauline Meyer und dann kriegen sie das Foul gegen sich. Ja, Gaffney, die hat einen Arm gegriffen, das ist okay. Ja, war auch schon richtig gesehen vom Ref hier. Ja, war so ein bisschen Kampf um Ball, das ist dann manchmal ein bisschen unübersichtlich. Oh, und Pierre Hohn nimmt jetzt schon seine 2. Auszeit mit noch 4,5 Minuten, hat danach nur noch eine übrig und es könnte ein enges Ding werden.
Aber okay, schauen wir mal, was er sich da jetzt gedacht hat oder was er sich denkt. Der Coach wird's wissen. Auch Christian Wissner schaut hier eher unzufrieden an der Kamera. Verständlicherweise. Und auch das Publikum ist insgesamt ein bisschen leiser geworden. Muss man nochmal schauen, dass man hier die Massen nochmal, und wir sprechen ja hier wirklich von Massen. Aber ich meine, man will ja hier auch nicht in die Halle gehen. Ja, ist auch schön natürlich mit 20 hier locker flockig gewinnen, so wie es am Anfang aussah. Nö, so ein enges Match mit einem Game-Winner am Schluss oder sowas, fände ich schon berauschender. Oh. Na, das ist doch mal eine Ansage. Ne, ich bin auch der Meinung, also das Spiel hält auf jeden Fall, was es versprochen hat. Es ist ein absolutes Top-Spiel und es macht richtig Spaß, hier beiden Teams zuzuschauen. Highlights hüben und drüben. Ja, richtig. Kann man sich dann auch übrigens im Real Life dann bei uns auf dem YouTube-Channel der Eisvögel anschauen. Wenn Sie nochmal die Highlights sehen wollen, die besten Szenen, da gab es sicherlich einiges anzuschauen. Auch da nochmal der Hinweis. Ja, und Camilla Grönberg ist hier inzwischen, she leads all scores, wie man in Amerika sagt, mit 20 Punkten. Direkt danach Luana und Kelly mit jeweils 19. Ah, schon bemerkenswert. Kristen Gaffney, wie viel hat die so? Kristen Gaffney steht bei 15 und 14 Rebounds. Auch stark. Also der, offensiv ist das von beiden Parteien hier, also beiden Mannschaften, eine starke Leistung. Gut hier von Pauline Meyer, wie sie da noch runtersprintet. Oh, und der ist nicht weg, aber jetzt nicht mehr faulen. Boah, der fällt fast rein. Ich habe mal kurz gedacht, der geht. Also noch stark abgeschlossen hier, fast von der Mittellinie. Den muss man da erstmal zum Korb bekommen. Gar nicht so einfach. Ach, Glück für Pauline Meyer hier, die da fast den Ball verliert. Und direkt Luana Rodefeld wieder aufs Feld geschickt. Hat nur eine kleine Pause bekommen. Ja, Crunch-Time jetzt, ne? Jetzt Luana Rodefeld. Das ist die Frau, wo ich den Ball jetzt sehen will in der Hand. Und raus, schön. Vicky Vicky für drei. Nee, das ist kurz. Aber so kurz, dass es noch okay ist. Eine Sekunde. Ich glaube, der war nicht am Ring. Ja, Kristen Gaffney dachte wohl, dass das Ringberührung war. Neue 14 Sekunden. Da müssen die Mitspielerinnen dann halt auch ein bisschen lauter werden in dem Moment und schneller aktiv. Naja, gut. Passiert. Ist okay. Darf so eine Spielerin wie Vicky, der war auch, ja, End of Shot Clock. Und es war ein offener Wurf, den darf sie dann schon auch nehmen, dass der natürlich so kurz ist. Eher ungünstig. Jetzt Furr gegen Ilka Hoffmann. Oh, stark. Ohne Foul, das war wie hart sie den an der da Grenze. Hoch, wie sie den Ball da hochkriegt ans Brett. Wahnsinn. Ja, wir haben übrigens Gleichstand und das hatten wir das letzte Mal beim 0-0. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht und ich glaube, es ist auf jeden Fall so. Also, das erste Unentschieden. Jetzt komm, Luana. Oh, der guckt gut rein und der Offensiv-Rebound in Kombination Ilka Hoffmann und Kristen Gaffney. Und den stark macht sie, ganz wichtig jetzt. Ja, schaltet sich auch mal wieder hier in die Offense ein, Kristen Gaffney, zu Recht. Über sie muss jetzt das Spiel auch laufen, meiner Meinung nach. Da in der Zone vielleicht mit End-Ones. Dann hat man noch Kelly Hughes an der Dreierlinie, die immer gefährlich ist. Ohne Luana Rodefeld. Über die drei Spielerinnen muss es jetzt aktiv gehen. Oh, das waren. Und die Halle ist auf einmal auch wieder da. Also Riesenstimmung jetzt innerhalb von kürzester Zeit, als hätte man hier einen Schalter umgelegt. Und offensichtlich davon beeindruckt ist Stephanie Furr. Die lässt nämlich den Ball ins Ausrollen. Du, ich bin auch ganz ehrlich, so eine Kulisse kennt man hier in der zweiten Liga jetzt auch nicht. So alle Tage. Das ist schon eine besondere Situation hier. Und wenn dann die Halle mal kurz laut wird, da geht einem die Düse. Aber Luana Rodefeld, bekannterweise, der geht gar nichts. Der geht keine Düse. Kristen Gaffney. Oh, schade. Guter Move wieder. Viel, und mit viel Kontakt. Und jetzt schön verteidigt. Jetzt ist man aber allerdings in der Unterzahl. 3 gegen 2. Ja, und Anna, wie spielt man ein 3 gegen 2 aus? Nicht so auf jeden Fall. Oh, und Gaffney liegt schon wieder. Da muss sie jetzt aufpassen, dass sie nicht zu viel riskiert in der Defense, sondern dass sie nach Möglichkeit vor ihrer Gegenspielerin bleibt. Oh, das war ein klares Foul von Ilka Hoffmann. Das Schrittfehler, wow, das sind jetzt zwei Pfiffe von den Refs, die sind klares Foul von Ilka Hoffmann. Wild, also gut, vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit zu diesem klaren Foul auf der anderen Seite, aber der Coach zu Recht in dieser Situation erbost. Ich würde hier komplett aus der Haut fahren, wenn ja, es andersrum wäre. Ich hätte mir das Tee schon abgeholt wahrscheinlich, wenn ich hier der Coach genau wäre. Also wir hätten uns das Tee sogar von dem Kommentatorenplatz abgeholt. Ja, also klarer Fehl. Oh, mal wieder,
Yes! Sir! 4-3! Kelly Hughes! Auch mal wieder. Was gibt's eigentlich Neues von Kelly Hughes? Das war die Antwort. Mit ihrem siebter Dreier. Es ist unfassbar. Es und jetzt unfassbar. Die Halle laut. Mit lauten Niewetrufen und Kelly Hughes mit dem Crunch Play. Oh, wild jetzt. Was für ein Einsatz hier, die Mädels. Die Frage ist, was... Das war ein Foul beim Dreier, Anna, und wow. Da wird es ganz schnell wieder ruhig. Ach du Schande. Was ich mich gerade frage, wie es sein kann, dass die Uhr gerade auf 18 Sekunden war noch beim Wurf. Die Szenerie war in etwa schon gefühlt... Nein, ich weiß, das Kampfgericht hat auf neue Possession für Freiburg entschieden. Und dann ist der Ball wieder auf dem Boden und war wieder bei Bad Homburg. Aber es war sicherlich keine Possession. Ja, ich finde es auch komisch. Aber ich meine, Kelly Hughes hatte ihn. Und dann hat sie ihn direkt wieder verloren. Das ist wahrscheinlich schon ein neuer Ballbesitz gewesen. Na gut, okay. Kann man vielleicht so interpretieren, aber ich weiß nicht. Also, na gut. Und dann das Four-Point-Play auch noch. Unfassbar. Four-Point-Play, das sieht man jetzt auch nicht so oft. Unfassbar bitter. Haben sie sich ein bisschen zu sehr pushen lassen vielleicht auch gerade. Sehr wilde Defense und Offense von beiden Mannschaften gerade. Der Feld, es war ein Four-Point-Play. Jetzt sind wir jetzt wieder bei einem. Wahnsinn. Innerhalb von ein paar Sekunden hier. Ja, vor allem Camilla Grönberg, die liefert hier brutal ab einfach. Atemberaubend, kann man nicht anders sagen. Das muss auch ein Foul sein. Wahnsinn, die Refs, ich weiß nicht. Oh. Sehr inkonsequent und jetzt der hart, ganz hart jetzt hier. Und die 24 Sekunden Uhr. Wahnsinn, da werfen sich jetzt alle auf den Ball drauf. Und jetzt könnte es tatsächlich passieren, dass Bad Homburg zum ersten Mal hier in Führung geht. Eine Minute vor Schluss. Meine Güte. Ja, das sind die Geschichten, die der Basketball schreibt. Wahnsinn auf jeden Fall hier der Einsatz von den Mädels. Wie die sich da für nichts zu schade sind. Den kann man keinen Vorwurf machen hier heute. Egal was passiert. Jetzt auf geht's. Komm, Defense. Georgieva, Polieschuk. Und da ist Furr für den Block. Polieschuk für drei. Nee, das war ein Block übrigens von Ilke Hoffmann. Blöderweise, weil so fällt der Ball in die Hände der Bad Homburgerin und der ist weg. Gute Defense jetzt hier von den Eisvögeln. 42 Sekunden und man hat einen Punkt Vorsprung. Ui. Ah, und das war auch vor allem ein gefährliches Play von Laura, weil dieses von hinten den Ball rausstupfen, das gibt eigentlich immer das Foul, immer. Aber der Ref stand direkt daneben und dann war sogar noch die Bad Homburgerin als letztes am Ball. Und wir haben schon 5 Team-Fouls übrigens, ne? Also... Man darf sich jetzt auch keine Fouls mehr erlauben, weil es geht dann sofort an die Linie für Bad Homburg. So, Freiburg rufe jetzt hier in der Halle. Kelly Hughes, nee, den nimmt sie sich nicht. Zieht. Oh, sie stand ihm aus, ja. Oh. Aber auch da wieder der Kontakt. Es ist also ein Foul, ganz einfach. Aber extrem bittere Situation jetzt. 22 Sekunden. Das riecht nach Game. Also es könnte auf jeden Fall sein, dass Bad Homburg hier die Uhr runterspielt und dann den letzten Wurf nimmt für Game-Winner, ja. Gedeih oder Verderb, wie sagt man? Ich habe ja gesagt mit Game-Winner, aber ich habe das genau in die andere Richtung gemeint, Robert. Ach so. Wir sind ja hier schon, natürlich versuchen wir objektiv zu bleiben, aber parteiisch sind wir schon irgendwie, wir sind ja Fans der Eisvögel. Ja, natürlich, aber das wissen die Zuschauer inzwischen, glaube ich auch. Das ist auch nicht so schwer rauszufinden. Wahnsinnsspiel hier, Wahnsinnsspiel. Stark, aber egal was jetzt passiert, beide Mannschaften haben hier alles reingeworfen, offensiv wie defensiv. Dummerweise, und das ist jetzt ein bisschen schade, hat man keinen Foul to give mehr. Also man ist jetzt schon an der Team-Foul-Grenze, sonst könnte man dann irgendwann mal nochmal unterbrechen, ja? Wenn die Uhr bei 10, 9, 8 Sekunden ist und die Bad Homburgerin zwingen, nochmal einen Einwurf zu kreieren. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier für ein Play kommt. Ja, Bad Homburg auch erst mit 3 Team-Fouls, also... Angenommen, Bad Homburg scoret jetzt nicht, der Ball landet bei den Eisvögeln, dann müssen sie zweimal faulen, bevor jemand an die Freiwurflinie geht. War jetzt eigentlich die Auszeit von Bad Homburg? Ja. Ich habe mal einen weisen Mann, einen weisen Basketballfachmann sagen hören, Harald Jansson war das, dass er prinzipiell der Meinung ist, dass man, wenn man Offense hat und eins zurückliegt, keine Auszeit nimmt, weil sich dann ja auch die Defense umstellen kann und zum Beispiel mit einer Zone attackiert oder mit einer Presse oder was auch immer, ja. Ja, das ist eine Philosophiefrage. Ganz unser klar, guter ja. Kumpel Les Entmann würde sagen, ist Philosophie-Frog. Philosophie-Frog, ja. Genauso auch, ob man foult oder nicht, wenn man vorne liegt, um den Gegner dazu zu zwingen, es von der Linie zu richten. Es gibt so viele Möglichkeiten, Anna. Richtig. Polischuk, da kommt Georgieva zum Block.
Oh, die spielen die Uhr runter. Ja, da passiert wenig. Gaffney, Polischuk, kickt ihn raus. Der ist drin, ja. Wahnsinn! 9 Sekunden. Und Auszeit. Oh, das war viel zu einfach. Jetzt hat man 9 Sekunden. Jetzt ist dieser angesprochene Buzzerbeater-Moment gekommen, von dem ich doch die ganze Zeit geredet habe. Give me some magic. Wahnsinn. Und das war wieder übrigens Camilla Kronberg, wenn ich das richtig im Blick habe. Robert, kannst du mal ganz kurz schauen? Das war Camilla Kronberg, oder? Gerade wieder? Ja, ja. Wahnsinn. Grönberg, sorry. Die steht bei 26 Punkten. Was für eine Partie. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist absolute Spitzenklasse hier. Es ist doch keine zweite Liga, Robert, hier. Wir sind doch hier eigentlich in der ersten Basketball-Bundesliga vom Niveau. Kann man doch nicht anders sagen. Ja, und zu den 26 Punkten von Grönberg kommen 16 Punkte und 10 Rebounds von Georgieva. Also die ist auch wieder voll im Soll mit ihrem Double-Double. Und 19 Punkte von Furr. Auf der anderen Seite Kelly bei 22, Luana bei 19, Ilka 10, Laura 8, Kristen Gaffney inzwischen 17 Punkte, 16 Rebounds, Einer. Was ist das wieder für ein Double-Double? Wahnsinn. 17 und 16. Kein kleines. So, ich sage jetzt mal Folgendes. Was tippst du jetzt hier, Robert? Komm, da geben wir mal ein paar Tipps ab. Wer macht's? Rodefeld. Es macht Luana Rodefeld. Ich glaube auch, und zwar mit einem Pull-Up-Jumper. Kelly Hughes, Dreier, ist nicht unbedingt notwendig. Wenn man irgendwas jetzt machen muss, dann ist es ein Pull-Up-Jumper hier von Luana Rodefeld. Oder? Kristen Gaffney in der Zone. Oh, jetzt muss er den Ball loswerden. Nicht. Jetzt haben sie es faul, ja, da haben sie eins jetzt. Das ist der Vorteil jetzt in dem Sinne, wenn man führt, man hat noch eins, ein Foul to give. 7,3 Sekunden, bisschen die Uhr runtergenommen. Und nächster Einwurf, das war übrigens eng am Turnover gerade. Ich hab's mir auch gedacht. Oh, jetzt muss man das hier loswerden. Und Foul. Offensivfoul. Wahnsinn. Was ist das bitte für ein Pfiff? Na. Also was dieser Schiedsrichter sich hier heute geleistet hat, ist komplett unfassbar. Hast du gerade Georgieva gesehen? Die hat den Kopf geschüttelt bei dem Pfiff. Die hat wirklich den Kopf gerade geschüttelt und hat eigentlich im Endeffekt so nach dem Motto, kann nicht wahr sein. Also es ist unfassbar. Also Ich sag's ungern, aber wir hatten diese Saison noch keine schlechte Schiedsrichterleistung hier in der Halle. Aber das, was die beiden abliefern, ist dermaßen schlecht. Also da sind wirklich 4-5 Situationen dabei, die wirklich komplett klar völlig falsch gepfiffen wurden. Natürlich auf hat jeder... Auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten, also natürlich. Da muss man jetzt nicht drum herum. Aber bei so einer Aktion offensiv zu pfeifen, ist schon... Ich dachte gerade, wow, Glück gehabt. Gibt Freiwürfe. So. Den macht sie nicht rein. Jetzt muss man natürlich Sie muss ihn eigentlich vorbeiwerfen. Ja. Sag ich mal. Meinst du, sie macht's oder wirft sie rein? Ich weiß es nicht. Sie wirft ihn rein. Gut. Gut für die Eisvögel. Hat Pierre Hohn noch eine Auszeit? Okay, alles klar. Dann war es vielleicht doch von Homburg. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt eventuell gar nicht so klug, aber okay. Man hat nochmal 4 Sekunden und jetzt wird es dann doch ein Dreier oder ein Zweier von Luana. Also nicht mehr über Kristen Gaffney, über die man es gerade versucht hat. Ja, ich denke auch, also sie werden hier nicht versuchen, den Ball unter den Korb zu kriegen, sondern sie werden den Wurf nehmen. Aber was sind das für Pfiffe? Das sind spielentscheidende Situationen. Wahnsinn. Also die, in haben, so einer die beiden Situation haben heute auch, keinen also guten ich mein, Tag. In so einer Situation offensiv faul zu pfeifen. Da wird gearbeitet unter dem Korb, ist ja, das so, völlig klar. Der Wurf ist dann auch vorbeigegangen, war gut verteidigt. Von Kristen Gaffney hat sie sich versucht durchzubauen, aber offensiv faul. In keinem Universum. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal die nächsten Tage auf YouTube anschauen. Den Service haben wir ja zum Glück. Und werde dann eventuell Rückzieher machen müssen. Nee, glaube ich nicht. Ja, ich bin mir auch sicher. Aber da waren... Schade. Schade auf jeden Fall. So, 4 Sekunden. Komm, ich gebe jetzt einen Tipp ab. Einer, tu es. Kelly Hughes. Ich höre es mir an. Nee, Luana Rodefeld. Komm, ich setze mich fest. Einwurf aber nicht von Luana Rodefeld, so ist es. Dann wird es auch Luana Rodefeld. Jetzt müssen wir wieder aufstehen, so wie immer. Und ich sehe nichts. Kristen Gaffney, das ist ein guter Wurf. Der sah, ehrlich gesagt, von hier aus, als ob er reingeht. Das war ein guter Wurf, ja. Keine Frage. Wahnsinnsfreude bei Bad Homburg, die sich das hier am Endeffekt dann auch irgendwo verdient haben, mit viel Kampf, mit viel Leidenschaft, ja, mit etwas Sicherheit. Glück. Und ich bin mir nicht sicher, ob Kristen Gaffney hier diejenige war, die den Wurf hätte bekommen sollen.
Naja, es ist kein Beinbruch für die Eisvögel. Man hat jetzt zwei Niederlagen. Das ist genauso wie Bad Homburg auch. Richtig. Und man hat aber noch ein Spiel weniger. Kann jetzt danach ziehen. Eins ist sicher, überwintern tut Bad Homburg auf Platz 1. Ja, aufgrund des Direktvergleichs. Genau, ja. Und die Eisvögel ja, müssen halt einfach versuchen, jetzt weiter nächste zu Woche, arbeiten. Nächste Woche auswärts in Würzburg. Sicherlich auch kein einfaches Spiel. Die sind Fünfter, also mit 8 Spielen, 4 Siegen, 4 Niederlagen. Ich weiß nicht, wie sie jetzt dieses Wochenende gespielt haben. Trotzdem klasse Spiel, klasse Leistung der Eisvögel. Ja, was soll man sagen? Das erste Heimspiel diese Saison, das hier verloren geht. Aber es war ein Basketball-Klassiker, Instant Classic. Leckerbissen. Ein Leckerbissen war das hier. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die nächsten Heimspiele im neuen Jahr dann. Ja, definitiv. Bis Vielen dahin. Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis. Alles Gute. Ja, dann, ja.